einer Welt von Jonathan Frakes. Wir kennen alle den Spruch, man sollte den Kopf nicht verlieren. Das ist im übertragenen Sinne wörtlich gemeint. Aber was ist hier los, Source? Hat die Dame, die die ehemalige First Lady, Lady Bird Johnson, begrüßt, doch ihren Kopf verloren? Man sieht nur einen und erkennt nicht, ob er zum rechten oder linken Körper gehört. Sie erfahren am Ende, dass sie ihren Kopf nicht verlieren. Jonathan Frakes ist ein hingebungsvoller Ehemann. Es gibt, seit die Menschheit existiert, immer Leute, die behaupten, sie könnten ficken. Haben Sie ein Lieblingsversteck für Wert- oder Geldsachen? Manche benutzen dazu solche gewöhnlichen Erdbeben. Beben. Kommen Sie nicht in einem Kasten wie diesem. Cassie Youngstons Mann Milo war vor 2 Jahren gekommen. Sein Kopf hatte sie einsam gemacht. Ich bin leider schwach auf der Brust und wollte dich fragen, ob du zufällig Bargeld im Haus hast. Natürlich, Schätzchen. Stopp! Du musst nicht extra aufstehen. Dirk suchte schon seit über einer Woche und wurde langsam geduldig. Jake! Alles in Ordnung? Jake! Was suchen Sie da unten? Ich hab gedacht, wir haben vielleicht den Schwanz. Ist aber nicht so. Die Geschichte kann doch nur erfunden sein. Oder? Nein, sie ist wahr. Vor ungefähr 70 Jahren ist 2 Männern im Staate Texas etwas Ähnliches widerfahren.